Du hast mich erwischt. Ich bin ehrlich, gestern war Karneval. Ich stehe hier wieder mit einem Bierchen. Als Habt. Ey! Moin moin und herzlich willkommen zum nächsten Heimspiel vom SSV Harztag. Wir haben heute einen unfassbar starken Gegner. Wir spielen gegen Bramfeld und wir sind da leider... Wir treffen heute gegen, glaube ich, den besten Stürmer der Liga, den zweitbesten und drittbesten. Die haben eine Offensivkraft, die haben in 5 Spielen 47 Tore geschossen. Die sind völlig krass. Wir haben, glaube ich, nur das Hinspiel gegen die gewonnen und sonst haben die wahnsinnig viel gewonnen. Die sind, glaube ich, einen Punkt hinter uns. Wer heute gewinnt, steigt relativ sicher auf. Bei uns fehlen leider 2. Einer ist verletzt, 2 sind krank, 4, inklusive mir, waren gestern 2 Tage lang auf dem Karneval. Wir sind eben gerade erst wiedergekommen. Hinter mir liegt eine 6,5 Stunden lange Autofahrt. Und trotzdem stehen wir hier jetzt auf dem Platz. Wir haben heute eine andere Taktik gegen die Gegner, weil die gerade offensiv so unglaublich stark sind, dass wir nicht mit Dreierkette spielen, sondern mit Viererkette. Dadurch fällt vorne ein Stürmer weg und wir spielen nur mit einem Stürmer. Das bin ich. Also wenn wir das Ding heute gewinnen wollen, muss ich irgendwie gegen so ein Spitzenteam irgendwie versuchen, ein Tor zu schießen. Niki, ich dachte, du kommst nicht. Bist doch da. Ja, ich bin topfit. Ja, um 7.30 Uhr kam mein Bruder zu mir ins Zimmer, ins Hotelzimmer geteilt, hat dann noch eine halbe Stunde auf Klo gepennt und dann mussten wir auch schon wieder losfahren mit dem Auto. Also eine harte Nacht hat er hinter sich, aber er kann ja eh nicht spielen, er macht noch den Trainer. Ja. Ja, ich habe mir da 1-2 Taktiken überlegt, wie wir heute das Spitzenspiel gewinnen werden. Mal gucken. Wieder sieht man es mir an, dass ich... Ja, schon. Schon krass, also sonst siehst du schon ein bisschen frischer aus. Dann haben wir noch bei ESN, einer von unseren Sponsoren, jetzt hier eine Werbung. Die haben ein neues Produkt gehabt, Elektrolyte haben die jetzt auch endlich am Start. Das konnte ich letzte Woche schon testen, das war das, was wir nicht in die Cam zeigen durften. Jetzt habe ich es mir gerade auch vorm Spiel reingehauen, selbstverständlich. Elektrolyte braucht man auch nicht nur für den Sport, sondern auch nach einer sehr langen Nacht. Schmeckt geil, hat auf jeden Fall sehr gut gewirkt. Die Dinger sind jetzt seit... Will ich ESN damit in Kontakt gebracht werden? Ja, Elektrolyte braucht man immer. Das könnt ihr euch sehr gerne gönnen mit Code HARTSTUCK. Habt ihr immer den maximalen Rabatt. Manchmal ist es 10%, manchmal 20%, manchmal 30%. Code HARTSTUCK, immer der maximale Rabatt. Könnt ihr euch sehr, sehr gerne gönnen. An der Stelle vielen Dank an ESN. Jetzt sehen wir die Aufstellung gerade. Ich glaube, die ist auch noch nicht zu 100% angepasst. Hans geht rechte Verteidigung. Hans hat doch immer Rechtsverteidiger gespielt in der Jugend. Aber das erste Mal, okay. Aber das erste Mal bei uns jetzt. Und rechts vorne spielt dann eine Schaun. Ah, okay. Weil du ausfällst oder weil Malte ausfällt? Weil Malte nicht ganz fit ist und Hans gerne Rechtsverteidiger spielen möchte, weil das seine Stammposition ist. Ja, okay. Auch nicht wundern. Ihr seht natürlich gerade schon die Türkei-Flagge. Wir werden auch gleich wieder eine Schweigeminute hier haben. Natürlich in Gedenken und ganz viel Mitgefühl in Richtung aller Betroffenen und auch Opfer in der Türkei und in Syrien. Und tatsächlich auch, um mal kurz ein bisschen ernst zu werden, auch 2 Spieler aus der Mannschaft von Bramfeld tatsächlich auch direkt betroffen. Aber jetzt erstmal Volldampf, ab zum Topspiel. Und auch wenn es noch nicht um den Meistertitel und den Aufstieg heute geht, ist es in der Tat eine Vorentscheidung und die müssen sich richtig strecken. Vom SSV Harztag Leon Heine. Heute auch natürlich wieder eine ganz große Aufgabe auf der 6 heute. Mal gucken, wie viel er defensiv spielen wird. Der wird schon unterstützen müssen. Ja, mein erster natürlich ja auch als so einer der höchstklassigsten ehemaligen. Ja, auch Oberliga, Regionalliga gespielt. Leon Heine wird heute gefordert sein. Richtig, richtig Attacke bei den Zweikämpfen, Jungs. Direkt, wirklich. Es ist wirklich wichtig heute. Lass du nicht locken vorne, ne? Nein. Richtig schön kompakt und dann hauen wir die heute weg, Jungs. Okay. Ja. Sag's gut. Was ist unser Wort? Heimsieg mal heute. Okay. Ja. 3, 2, 1. Heimsieg! Komm, let's go! Ich bin ultra gespannt. Ja. Das wird eine Heft. Guck mal, wie die anrennen direkt. Das wird eine Heft. 5 Mann aus Bramfeld laufen da drauf. Das wird eine heftige Anfangsphase, da sag ich dir. Die sind fit, die können rennen. Die waren wahrscheinlich nicht auf dem Karneval in Köln saufen. Und der erste Mal Ball in der Spitze, direkt 2 Mann drauf, ist richtig. Und Kevin Adler muss sich das erste Mal lang machen. Wir sind hier im Breitensport, im Amateursport, das ist auch gut so. Da, wo der Fußball noch ehrlich ist, aber für wen? Wir bleiben erstmal kurz drauf. Kevin Adler! Wichtig, Alter, der hat heiße Handschuhe heute. Kurze Ecke, grandios weggefischt. Da ist nämlich der Neuzugang Batuhan Evren. 10 Dinger in den letzten 3 Partien. Und die Qualität. Jetzt Alex Keck. Das ist doch eine Chance. Kann Druck machen. Endlich mal ein bisschen kontern. Sind noch so viele Leute. Gutes Tackling. Alles gut, Ball gespielt. Ja. Und Robby ist Karneval feiern in Köln. So. Er hat seine Tochter vorgeschoben und Alex Keck. Klingel. In die Mitte und sucht natürlich den Abschluss. Hat ja auch einen guten Schuss. Hat. Oh, der ist gut. Okay. Der ist und Travis! Schiebt ihn rein, ich hab's euch gesagt. Mach ihn! Max Stendler, er ist da, wo ein Mittelstürmer stehen muss und haut das Ding rein. Aber was war denn mit dem Schuss los? Der sah erst überragend aus, dann ging der einfach auf Mann.
und dann lässt der Torwart ihn klatschen und Trimax macht das Ding rein. Die er Replay steht vorbereitet. Einfach da, wo er Jay-Z stehen muss. Zimmermann zieht einfach ab, überrascht den Keeper. Der sah wirklich läsch aus und dann... Am Ende des Tages ist es ein Torwartfehler, aber egal. Ist doch egal, Max steht doch da. Viertes Saisontor auf dem Weg in Richtung 20, Chat. Ist es noch drin? 4 von 20, Max Stemmler in so einem wichtigen Spiel mit der Führung. Alle. Da müssen wir echt nochmal drüber reden, was der Torwart da macht. Ist doch egal. Ey, der stand vor ein paar Minuten noch auf der Tanzfläche irgendwo in Köln und jetzt steht er genau richtig im 16er in Hamburg und hau das Ding rein, den Abpraller. Ja, eine Zeit lang war auch so auf dem Weg in Richtung sehr ambitionierten... Oh, Alter! Der Adler! Es liegt am Nachnamen. Er macht einfach den Adler. Ist das eigentlich der beste Name für einen Torwart? Bessere gibt's nicht. Kevin Adler hängt da wieder quer in der Luft. Glanzparade. Zum Seitfallzieher. Eng verteidigt Seitfallzieher, also mutig. Na gut, wenn der fällt, dann sind wir bei einem Traumtor. Aber das ist zu gut verteidigt. Ja. Da geht gar nichts. Das ist ein guter Ball rein, könnte gefährlich werden. Und wieder ist Kevin Adler da. Mit dem Fuß, mit der Hand ist ihm doch alles scheißegal. Eine 1 plus mit Sternchen, der Mann da hinten in Gelb. Oh, jetzt hate hart hier. Ja. Das ist seine Rolle. Könnte wieder gefährlich werden aus der zweiten. Oh, ist der abgefälscht? Der ist Mitte Tor und der ist drin. Da ist der Anschlusstreffer von Bramfeld. Da werden wir nochmal hingucken müssen. Gefühlt war der rein von der Platzierung her nicht so gefährlich, der Schuss. Guckt euch die Emotionen an. Nee, das finde ich geil. Die wissen, wo die Kamera ist. Ist der Ball abgefälscht oder nicht? Erstmal wird da gepfiffen, das ist natürlich völliger Quatsch. Ich glaube, das ist einfach ein Knuckleball. Kleiner Emirhan Evren ist es. Das ist schon krass, was für eine Aufgabe hier Trimax und Co. haben. Aber die haben ja auch ein paar Topspieler. Ich meine, Leon Heine auch mal auf dem Weg in Richtung Profi. Kopf tief, Fuß hoch, man weiß es nicht so genau. Aber sofort entschuldigt, alles gut. Steht Max wieder richtig. Gefährlich. Gefährlich, oder ist die Köpfe zu gegen sein? Oh, nicht so heiß, der ist so heiß. Und er ist drin! Einfach sich mal ein Herz gefasst. Jay-Z Zimmermann mit seinem magischen linken Hut. Oh, das Ding da einfach rechts rein. Wichtige Antwort. Es wusste 3 Sekunden lang niemand, wo der Ball liegt. Der lag auf irgendeinem Rücken rum. Und dann ist es wie bei Harry Potter, der Schnatz. Auf einmal ist er da und dann fliegt er dahin mit seinem Besen, der Mann mit der Nummer 17, und jagt da drauf. Das Ding rein. Mit einem Strich. Was passiert da? Da waren... Ja, und ich glaube, da hat sich jemand verletzt von Bramfeld. Wir werden nochmal hingucken. Ja, muss irgendwie ein Zusammenprall mit Dennis Seeker gewesen sein. Hatte auf jeden Fall nichts mit Jay-Z Zimmermann zu tun. Hält sich den Fuß... Was ist das für eine Partie hier? Viele Chancen für Bramfeld ungenutzt und Jay-Z nagelt das Ding schon wieder. Und wieder gefährlich! Ey, wir müssen schießen hier heute. Ich bin schon beim Wir angekommen. Chat, ihr dürft übrigens auch, ne? Fragestunde an den Coach hier. Licky, Pep, Stemmler. Oh, Sean? Das ist ein Flatterball und der ist drin! Der ist drin! Genau, das ist der nächste Flatterball. Ich glaub's nicht. Sean ganz spät in die Startaufstellung gerückt. Der sollte eigentlich gar nicht spielen. Nee, stimmt, das ist recht. Guck dir das an. Natürlich sieht der Torwart wieder unglücklich aus, aber der flattert ohne Ende. Den lackt er rein, den lackt er über die Linie. Ich fass es nicht. Ich glaube es nicht. Das ist der 5. Torschuss oder was vom SSV Harzdorf. Flutschfinger schreibt einer. Flutschfinger. Torwart hat Flutschfinger. Ja. Ich kann es dir auch nochmal erzählen. Wir haben hier so eine herrliche, das musst du dir mal durchlesen, das ist der Wahnsinn. Hier Informationen von Bramfeld selber bekommen. Ja. Infos zum Torwart. Ambrois, wird wahrscheinlich nicht so ausgesprochen. Ja. Sieht immer läsch aus, ist aber ein stabiler Torwart. Ja, gute. Und stand jetzt eher Lash. Ja, ich glaube auch. Hier hat eher Lash-Eindruck gemacht. Ja. Also mit 3-1 in die Halbzeitpause zu gehen, das wäre schon echt geil. Ich glaube, damit, also da so bei der Vorbesprechung klingt das alles noch anders. Und Dennis hat gelacht, als wir gefragt haben, wie es heute ausgehen wird. Ja. Jetzt liegen wir hier echt 3-1 vorne. Ja. Teilweise komplett neue Spieler dabei. Ne? Malzisch hat nicht so häufig gespielt. Mhm. Der ist dabei. Hans spielt das erste Mal hinten. Freistoß wirklich mal rausgearbeitet. Tanzt da 2 Jungs aus. Der Mann für die Standards, Alex. Mit der Nummer 7. Ja. Alex Keck. Ein wahnsinnig schönes Freistoßtor hat er tatsächlich auch schon gemacht. Er wird es auf jeden Fall versuchen. Er macht die flach! Der ist außen drin. Da drin. Der Was ist denn, Leute, los? Der ist drin! Ich glaub's nicht! Was passiert hier? Es bleibt ein bisschen Lash, was da hinten passiert. Und wer hat jetzt das Tor gemacht? Ist es Alex Keck? Ist es ein Eigentor? Oder ist es irgendwer anders? Wir müssen hingucken. Der ist nämlich eigentlich nicht gut getreten. Oh, da ist er fälscht ihn ab, muss man dazu sagen. Der eigene Spieler fälscht ihn ab.
Was machen wir da draus? Alex, das hatten wir ja letzte Woche auch schon so, ne? Oder vor 2 Wochen, als Alex dann im Nachhinein ein Tor bekommen hat. Geben wir es dem Keck, komm. Geben wir es dem Keck. Dem Keck. 18. Saisontor wäre das für Alex Keck. Geil, so geil. Ja, ich kann es nicht fassen. Ich fasse es nicht. Holy shit. Und dass die Jungs heute einen guten Tag haben, einen schönen Abend, ist absolut klar. Die Trommel hat sich gelohnt, die Trommel ist der neue Glücksbringer. Zweite Halbzeit fängt auch gleich an, oben im Score, keine Sorge, Leute. Und da ist er wieder, Leon Heine. Da kann man auch mal pfeifen, also bei der zweiten Aktion. Ja, das ging überhaupt nicht Richtung Ball. Dann ist es aber auch Ende dieser Halbzeit, wenn es denn so bleibt vom Spielstand, ist es entschieden. SSV, größer deutsche Nationalmannschaft. Ja. Also wenn sie das Ding hier ergänzt, keine Diskussion mehr. Dann will ich mal einen draußen hören, der was sagt. Ja. Wir haben es ja vor dem Spiel gesagt, Alex Keck, das ist, nimmt da 3 Leute auseinander. Der beschäftigt ist da immer noch an der Pille. Immer noch. Da durch. Okay, jetzt wieder gestoppt. Im 6. Zweikampf. Jetzt ist er Platz. Muss ich nochmal schön Level-Up reintanken und dann nicht schlafen können. Genau. Beste Leben. Dann Alex Keck aus der Distanz. Wow. Ist jedes Mal heiß. Haben keinen Ballbesitz und kommen nicht ran. Richtig frustrierend. Sean gefällt mir aber auch gut. Da wieder gegen 3 Mann. Und jetzt ist der Ball weg. Stark gemacht aber vorher. Und die Starspieler von Bramfeld kommen noch nicht so richtig in die Partie. Jetzt geht's mal wieder nach vorne. Raus, aber sofort ist der Ball wieder weg. Jetzt wird der Ball ins Ausgeschossen wegen einer Verletzung. Hoffentlich ist da nichts Schlimmeres passiert. Ja, steht aber auch schon wieder. Es ist Sean sogar. Sean am Humpeln. Das sieht nicht gut aus. Wurde er beim letzten, als er vom Ball getrennt wurde, glaube ich, am Fuß getroffen. Oh, nee, warte. Stopp. Oh, da knickt er weg. Adleraugen hier von Miro auch im Chat, der hat es direkt gesehen. Unangenehm. Sehr unangenehm. Da muss er raus. Ey, gute Besserung an Sean. Hat ein super Spiel gemacht. Claps in den Chat für Sean. Vielleicht ist es nicht ganz so schlimm und nichts gerissen, aber der, selbst wenn er es jetzt rauslaufen kann, den sehen wir heute nicht mehr wieder. Nee, das war's. Nee. Und da ist der gefährliche Mann. Bartuhan, 10 Treffer in 3 Spielen. Zieht er links vorbei. An. Ist der schnell. Das muss es jetzt. Aber auf Mann zum Glück. Und der Adler hält ihn nicht fest. Wichtige Grätsche da. Kannst du vielleicht sogar pfeifen? Voll der Adler ist wieder da. Was eine Torlinientechnik braucht. Den gibt er, oder? Hat er den gegeben? Er pfeift den Elfer. Da kommt der Fuß hoch. Ja, da ist er dran. Ist er dran am linken Bein. Aber er hat doch die... Ah, er schießt seinen eigenen Mitspieler an. Und er schießt auch den Elfmeter. Selber gut. 11. Saisontor für den Mann, der überhaupt erst 4-mal gespielt hat. Batuhan Evren. So, mal reinbringen. Macht Hans. Wahrscheinlich schöne Brustannahme. Tankt sich durch. Oh, wird nochmal kurz geschickt. Ja. Achtung, wird's heiß. Gib durch zu Max, der steht frei. Knall ihn rein. Trimax. Knall ihn rein. Oh, ist eine Flanke. Eine unfreiwillige Flanke auf Alex Keck. Gute Szene trotzdem für Harzack. Und der scheppert's direkt mal. Stolpert Max den da. Werden wir uns zu lange in der Verarbeitung gebraucht. Ja, er hat zu lange gebraucht. Riesenchance für ihn. Okay, gegen 4. Da würde ich jetzt auch mal ein bisschen Karton sehen wollen. Ja. Aber traumhaft gemacht von Leon Kreuz. Und wieder so ein Standard vom Keck. Und der wieder gefährlich und Max steht wieder fast richtig. Du musst ja wirklich jeden Ball, egal von wo, einfach in Richtung Tor bringen. Jetzt könnte schnell gehen. 3 gegen 2. Max kommt ist vorne drin. Die Pace. Guckt euch diese Pace an. Tanzt ihn aus. Schlänzt ihn rein. Gib das Ding in die Mitte. Jetzt die Übersicht. Komm. Gute und Flanke. Dennis Seeker. Nein, ist die Füße zwischen. So eine Top-Crew, ne? Hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, dass es so geil wird, aber es ist wirklich unfassbar geil. Oh, Jay-Z macht so ein gutes Spiel heute. Ey, da kannst du den Deckel fast aufmachen dann in der 70. Aber ihr habt recht, Briefmarken sind wirklich auch sehr spannend. Oh, Briefmarken unterschätzt. Ja. Bartuan Efren. Muss drin sein. Da sehen wir das 3:4. Einmal gepennt in der Defensive. Gut verarbeitet von den Jungs. Und wir haben es gerade gesagt, kritische Phase. Die Jungs sind wieder hyped, sie sind noch nicht weg. 15 Minuten haben sie jetzt noch. Und sind nur noch minus 1. Nur noch 1 tief. Ist dann genau zwischen den Linien. Ist ein kleiner Stellungsfehler. Es ist ein kleiner Stellungsfehler. Gerade wenn er den links oben sich traut zu schlänzen, könnte das das nächste Traumtor verstehe, sein. Ja. Aber das ist ja richtig... Das ist saugut gemacht. Also das hat der ja wirklich... Ja. Vor einem halben Jahr konnte der das nicht. Nein, er hat sich wirklich gesteigert. So eine Hereingabe, also jetzt mal im Ernst-Chat. Ich weiß, ihr seid immer sehr hart mit meinem Bruder, weil es nicht immer alles so super, mega fußballerisch, sportlich aussieht, aber das ist doch echt... Der Mann ist bereit für den Aufstieg. Ja, ist er. Der will die Liga höher. Vielleicht liegt es ja auch am tollen Partner. Wir wollen natürlich nochmal einen Shoutout geben für ESN. Mit dem Code HARDSTAR könnt ihr da auf jeden Fall auch nochmal ordentlich sparen. Und wir haben es ja eben schon gesagt, die Elektrolyte
erstmal eine wichtige Szene hier gerade für Hartzack. Den müssen wir nochmal kurz wegverteidigen, bevor wir weiter nochmal schauen. Oh, mutige Grätsche. Wahnsinn. Die ist sauber. Das ist geiler Einsatz. Ist riskant, aber macht er souverän. Also nochmal kurz zur ESN. Perfekter Partner für die Fußballmannschaft natürlich. Nützliche Produkte, Supplements, Isoclear ist am Start. Hier, das so, wie so Saft schmeckt. Eine krasse Entwicklung, was daraus geworden ist. Ja. Aus Proteinpulver inzwischen, Nährstoffversorgung für während des Spiels und so. Und jetzt aufgepasst, für alle hier, ne, am Mittwoch, 22.02. gibt es 20% auf alles hier, so Vitalstoffe, Kreatin, Athlete Stack und so weiter. Mittwoch, 22.02. BSN, ordentlich sparen und wie gesagt, die neuen Elektrolyte, du hast sie schon getestet. Ich hab's schon getestet. 5 Liter hat er gesagt, getrunken, sind auf jeden Fall gut. In 3 Geschmacksrichtungen, neutral, Green Apple und Cherry Lollipop. Also, schönen Dank und jetzt voller Fokus hier auf die letzten 6,5 Minuten. Bis Nachspielzeit wird es wahrscheinlich geben. Ich frag mich wirklich, wo wir auch spielen könnten, wenn wir trainieren würden. Ja? Alle anderen trainieren ja logischerweise. Soll ein Ding sein mit die dem Trainieren, dass man dann besser wird, glaube ich. So aber bei euch ist es eher so, die Teamchemie, die jetzt gewachsen ist über die Monate, weil gefühlt ist da auf jeden Fall, also wahrscheinlich nur wegen dir, aber vielleicht auch ein bisschen wegen der Mannschaft, dass das echt besser geworden ist. Der Chat hat eben schon gefragt, bestes Spiel der Saison? Also ich meine, letzte Woche war auch sehr gut. Was war? Ich habe das auch nicht gesehen. Wo war der Ball? 1-2 Minuten Nachspielzeit bestimmt. Der ist Max, wieder gefährlich. Max, oh! Oh! Und das ist die Entscheidung. Und der ist drin. Alex und Keck. Der ist drin. Mit einer super starken Ecke. Geil, was ist da schon wieder passiert? Der Chat rastet völlig aus. Was ist da passiert? Der ist doch irgendwie reingewuselt, oder? Es ist dein 5-3, wie du es vorher schon predicted hast. Das wäre doch was. Eine 1 plus ist es nicht, aber ich geb ihm eine 1 minus heute dem Adler. Oh, was? Oh. Hä, was? Ja, ah, abseits, okay. Also, ich habe mich schon gewundert, wenn mein Bruder so weit im Voraus ist, dann ist er wahrscheinlich abseits im Spiel. Muss er gesunden Vorsprung gehabt haben. Aber die Frage, was mit der Mittellinie ist, ne? Boah, das haben wir jetzt nicht gesehen, ne? Ja, schwierig in der Kameraperspektive. Oh, da hat es nochmal gescheppert. Und Alex Keck ist richtig sauer. Und Rudelbildung hatten wir im Hinspiel schon mal. Und da war auch Alex Keck involviert. Stimmt. Da hat es einmal kräftig gescheppert. Ey, und das ist jetzt nicht mehr der Zeitpunkt. 5-3, Alex, ruhig bleiben. Und auch für die anderen Jungs. Und das darf jetzt weitergehen. Da sind sie. 3 Punkte. Geil. 5-3 gewinnt der SSV Harzer gegen mindestens mal das zweitbeste Offensivteam der Liga. Ja. Vielleicht sogar die besten absolute Topstars da vorne. Richtig krass gegen. Heftig. Das ist also so ein wichtiger Sieg. Es könnte, glaube ich, sogar der wichtigste Sieg gewesen sein. Wahnsinn. Was für ein Spiel. Die Gegner hatten wahnsinnig viele Chancen, gerade in der ersten Halbzeit. Ich glaube, hätten wir heute Torhüter getauscht, würde das Ganze komplett anders aussehen. Das Hinspiel 4-3 gewonnen, jetzt 5-3 gewonnen. Damit haben wir gegen den ersten und gegen den dritten gewonnen. Wir sind Zweiter. Damit sind wir offiziell beste Mannschaft der Liga. Nächste Woche geht es direkt nochmal weiter. Wieder ins Gefängnis, wieder in den Hochsicherheitstrakt. Diesmal nicht mit einem komplett bescheuerten Platz. Da wird es ein ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel nochmal. Ich habe ein Tor geschossen. Ich hatte die letzten Spiele so unglaublich viele Chancen, nicht ein Ding reingemacht. Heute stand ich da einmal richtig. Wahnsinn. Da ging viel rein. Der Tor war nicht sicher. Wir haben viel geschossen, viele zweite Bälle. Ihr habt es vielleicht auch gesehen, als ich mein Tor geschossen habe. Ich konnte es nicht fahren. Ich gucke zum Schiedsrichter. Ich kenne die Schiedsrichterzeichen nicht auswendig. Ich dachte die ganze Zeit, es wäre abseits. Ich habe mich doch gar nicht gefreut. Erst 5 Minuten später. Die Gegner hatten auch irgendwie 100 Leute mit dabei. Die haben auch richtig Stimmung gemacht. Die Tribüne hat gebebt. Ich hoffe, das hat man ganz im Stream gesehen. Ja, fang nochmal die Atmosphäre rein. Ich zieh mir schon die Jacke an und mach Fotos. Danke. Danke, Chat.